So, hey Leute, willkommen zum ersten aktiven Projekt auf meinem Kanal. Und zwar geht es hierbei um eine Karriere aus der deutschen dritten Liga, die wir zusammen spielen werden, die ich dann hochladen werde. Und das hier wird jetzt Folge 0, wo wir quasi unseren Verein aussuchen, den zusammen durchgehen und schauen, was so für Spieler da sind und wie die Aufgaben sind. Ansonsten habe ich keine Vorgaben oder Pläne für diese Karriere. Ich würde mich dabei einfach an die Kommentare unter dem YouTube-Video immer orientieren, was so die Zuschauer gerne sehen wollen würden. Auch wenn es im Moment nicht wirklich viel ist, aber vielleicht kommen hier ein, zwei Kommentare zu dem, was man sich scouten kann, wer gerne spielen soll und sowas, was man kaufen will. Genau. Ausgesucht habe ich mir für die Karriere den SV Meppen. Warum Meppen? Weil Meppen an sich, die Spieler in den Vereinen kenne ich nicht wirklich so gut. Würde mich einfach interessieren, was da so abgeht in dem Verein. Und eben weil ich geschaut habe in YouTube, was gibt es so für Karrieren schon. Ganz viele mit Kaiserslautern, 1860 München, so die Vereine mit denen man eher mal so eine Karriere startet in der dritten Liga, und deswegen wollte ich hier einfach mal was anderes noch starten. Mit dem SV Meppen eben. Genau. Schauen wir doch mal rein. SV Meppen wurde 1912 gegründet. Seine Spiele absolviert der Verein in Meppen. Der Verein ist derzeit Mitglied der dritten Liga. Transferbudget haben wir dort 1,3 Millionen. Vereinswert von 2,977 Millionen. Schöne blaue Trikots. Und die Vorstandserwartungen sind anscheinend nur für die Finanzen hoch bzw. wichtig. Und so wie das ausschaut, können wir beim Rest eigentlich komplett reinkacken. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wählen wir doch mal Meppen aus. So, Schwierigkeit möchte ich gerne Legende spielen, weil Weltklasse eventuell, also für mich persönlich von den Einstellungen her zu leicht wäre, dass man dann durch die Liga durchrusht ohne Probleme. Und ultimativ, was ja noch drüber liegen würde, wäre wahrscheinlich viel zu schwierig für mich. Ich denke, Legende passt. Da werden ein paar Niederlagen dabei sein. Da sind vielleicht ein paar Siege dabei. Und dann schauen wir mal, was aus der Karriere rauskommt. Halbzeitlänge würde ich mal bei 5 Minuten lassen. Wir machen Euro als Währung. Ich denke, sonst passt es auch. Und dann können wir hier rein starten. Und da wären wir auch schon. Gut, was haben wir denn im Büro für Nachrichten? Die Gegner für diesen Startpokal. Transfermarkt ist geöffnet. Unsere Visionen und Erwartungen. Können wir gleich mal in die Ziele reinschauen. Scout-Berichte sind schon da. Und ja, der Scout stellt sich vor. Unsere Ziele sind Nachwuchsentwicklung. Verpflichte einen Spieler in der Jugendakademie, Mittelfeldspieler. Das sollte drin sein, denke ich. Verpflichte mindestens zwei Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Okay. Gut, sollte auch machbar sein. Markenpräsenz: Sorge in dieser Saison für mindestens 50% ausverkaufte Ligaheimspiele. Gut, das wird sich zeigen, wie gut das funktioniert. Da kann man ja wenig selbst beeinflussen. Finanzen, das sehr hohe Priorität bei uns hat. Beende die Saison mit einem Restbudget, Transferbudget und Gehaltsbudget von 3 Millionen. Der aktuelle Stand sind die 1,6 Millionen. Gut, wenn ich das so sehe, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir wirklich viel transferieren können in der ersten Saison. Wenn wir uns an so eine Aufgabe halten wollen, dann müssen wir jetzt quasi erstmal nur Plus machen, statt Geld auszugeben, werden wir dann sehen. Direktaufstieg schaffen haben wir in der dritten Liga als Aufgabe. Okay, ist Meppen so stark? Also in echt stehen sie ja gut da im Moment vor der oder bei der Corona-Pause, aber dass man hier Direktaufstieg schaffen bekommt, finde ich spannend. Gut, und kontinentale Aufgaben haben wir natürlich nicht. So. Genau. Dann gehen wir mal in die Mannschaft rein und schauen, was wir haben, beziehungsweise gehen wir lieber in die Teamzentrale und sortieren uns das hier schön. Nach Position ist es ja schon. Im Tor haben wir Domaschke mit 65. Und sorry, wenn ich die Namen in irgendeiner Form falsch ausspreche, falls dann
sich jemand angegriffen fühlt dabei. Die meisten Spieler kenne ich eher nicht von Meppen hier. Dann Matthias Haßmann, 19 Jahre jung, immerhin. Wäre vielleicht eine Überlegung wert, auf den Herrn hier zu setzen im Vergleich zu Domaschke. Und Jérôme Gies, 24 mit auch 59 Gesamtstärke. Linke Verteidigung haben wir drei Spieler: Hassan Amin, Leonard Bridol und David Fruzogic, das ist wohl so ein Name, der etwas schwieriger ist. Da haben wir einen jungen Hund im Alter von 18 für hinten dran. Und davor, denke ich, ist man da gut ausgestattet hier bei Meppen. Nur drei Innenverteidiger. Da würde ich dann auf jeden Fall was transferieren wollen. Steffen Puttkamer, Marco Komenda, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Und Yannick Osé, auch jung. Komenda ist auch sehr jung, okay. Da könnte man sich dann überlegen, die beiden in der Innenverteidigung zu lassen, beziehungsweise schauen, was man noch transferiert. Rechtsverteidigung sind schon perfekterweise zwei Leute da. Auch bei dem besten Fußballeralter würde ich sagen, die Defensive sieht bisher schon sehr gut bestückt aus für den Start. Da muss man eigentlich gar nicht mehr viel machen. Nur drei ZDMs, da kommt dann halt drauf an, wie wir spielen wollen, mit welcher Aufstellung. Auch hier einen 21-jährigen Florian Iggerer mit 64 schon, dann Thilo Leugers 28 ZDM und Nicolas Andermatt mit 23 und 57 Gesamtstärke. Ja, wenn wir uns da noch einen dazu holen würden, würde denke ich auch nicht schaden. Linkes Mittelfeld, Rama, Alter 31, 65 Gesamtstärke und hinten dran Ted Tatamusch, 18 Jahre deutsch, mit 51 vielleicht doch noch ein bisschen sehr schwach. Weiß nicht, ob wir den dann vielleicht verleihen sollten oder ihn aufbauen sollten. Müssen wir mal schauen. Wir haben drei ZOMs, das finde ich jetzt hier sehr viel. Die können auch noch ein bisschen andere Sachen spielen. Hier einmal Luka Tankulic, 64, Willi Efsev, 64 und Markus Piosek. Der Name ist mir auch bekannt. Mit 66 Gesamtstärke. Das wird dann wohl unser Stammzehner erstmal werden. Und hinten dran könnte man schauen, ob man hier einen nicht komplett wegtransferiert, damit wir ein bisschen Geld einnehmen können. Zusätzlich hier drei rechte Mittelfeldspieler mit Marius Kleinsorge, René Guda und Max Kremer. Das ist, finde ich, eine ähnliche Situation wie bei den ZOMs. Da könnte man auch zum Beispiel diesen Krämer hier, den ist auch gleichzeitig der Älteste, abgeben, würde ich sagen. Dann haben wir wohl keine linken Mittelfeldspieler. Ah ne, doch, die hatten wir ja schon. Quatsch. Sorry. Dachte, die kommen dann hier nochmal. Wir haben aber hier einen MS, den Hilal El Helbe, auch ein geiler Name, aus dem Libanon. Kann offensiv anscheinend alles, links, rechts wie MS. Liest sich eigentlich ganz interessant mit seinen Positionen und seinem Alter. Und im Sturm Dennis Undaf, 22, unser bester Stürmer. Der Kader gefällt mir wirklich gut von dem Alter her, wie man die dann ausbauen kann. Das wird bestimmt spannend. Julius Dücker, auch jung, 23 Jahre, als zweiter Stürmer. Viele, was mir hier auffällt, können auch irgendwie rechtes Mittelfeld. Also da könnte man sich sogar überlegen, hier von den rechten Mittelfeldspielern zwei wegzunehmen und dann irgendwie noch hiervon rotieren zu lassen. Das wäre auch Überlegung, noch ein bisschen mehr Geld einnehmen zu können. Und als dritten Stürmer nochmal ein sehr junger, 21-jähriger Nils Gräfing. Oder Gräfing, irgendwie sowas. Mit 53 Gesamtstärke, denke, das ist als dritter Stürmer dann völlig okay. Und der Kader würde sich wahrscheinlich für eine 4-2-3-1-Formation dann sehr gut anbieten. Aber da würde ich dann sowieso erstmal das Video hochladen, abwarten, ob es darauf Reaktionen gibt und ja, was die Zuschauer sich da so wünschen würden, wie man da vorgehen kann mit dem Kader hier. Genau. Sonst gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr viel zu sehen. Wer ist denn unser wertvollster Mann? Und dafür, okay, der junge, starke Stürmer mit 1,2 Millionen. Und Commander, ja, da sind die jungen Leute mit den ordentlichen Gesamtstärken
schon oben mit dabei. Und von den Verträgen her haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jungs, die auslaufen nach einem Jahr. Das heißt, da müssen wir theoretisch auch noch Gelder einplanen, von denen, die wir generieren sollen, dass wir da nicht die Jungs verlieren. Und so leicht lang laufen hier auch die meisten Verträge nicht. Genau. Insgesamt sind hier 26 Leute im Kader, wie ich gerade sehe. Müssen wir uns dann überlegen. Was natürlich auch eine Option wäre, ist, wir verkaufen irgendeinen teuren und leihen uns dann irgendwo von dem Geld zwei andere, vielleicht schlechtere dann. Aber das sind dann die Optionen, die wir hier mit dem Kader haben. Ja, als nächstes würde dann anstehen, dass wir den Pokal zusammenspielen. Da können wir natürlich auch noch super Geld erwirtschaften. Und dann würde ich einfach mal abwarten, was so für Vorschläge gibt für die Karriere und mich dann wieder mit einer neuen Folge zurückmelden und mit SV Meppen dann in die Saison starten und mal schauen, wie weit wir damit kommen. Ich hab Bock, der Kader liest sich geil. Jo, bis dann, Leute. Macht's gut.